So Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Atlas. Ja, wie ihr in der letzten Folge gesehen habt, haben wir einen bösen, bösen Fehler gemacht. Am Anfang von der Folge habe ich die Brigantine komplett aufgebaut und sowas, wollte sie noch ausrüsten. Ja, und dazwischen habe ich halt ein paar Stunden Pause gemacht. In der Zeit wurden wir komplett geraided. Wie ihr da hinten seht, wir haben nur noch eine Shipyard, also eine Werft über, und da steht kein Schiff mehr drin. Ne? Wir sind hier gerade auf dem Dach, und wenn wir runtergehen, können wir sehen, unsere Base wurde auch geraidet. Gut, hier unten war nichts drin. Unsere Base wurde auch geraidet. Wir sind komplett leer. Alles, was wichtig war, ist zerstört worden und geraubt. Gut, jetzt ein bisschen dunkel hier im Spiel noch, um es zu sehen, aber hier ist zum Beispiel eine Kanone von einem anderen Spieler, der uns geraidet hat, und die finden wir überall auf der Insel. So, ich hatte einen kurzen Moment der Frust und hatte auch ernsthaft überlegt, das ganze Let's Play hier abzubrechen, aber ey, das gehört dazu. Und ja, wir müssen halt auch damit klarkommen, dass es fiese, feige Offline-Raider hier gibt, die einfach den Leuten ihren Spielspaß verderben wollen, aber ey, nicht mit uns. Wir bauen uns wieder auf, beziehungsweise ich werde mich nicht hier aufbauen. Ich werde jetzt vielleicht, ich kann es euch mal kurz zeigen, hier mal in die Base rein, Türen sind ja auf. Wir haben hier noch ein bisschen Material in unserer Smithy drin, das haben die warum auch immer nicht mitgenommen. Dann stehen noch unsere ganzen versteckten Betten und Schränke. Ich werde jetzt hier so eine kleine Wand um die Smithy ziehen, die Base gar nicht groß aufbauen wieder, damit es aussieht, als ob wir geraidet werden, dass wahrscheinlich keiner mehr hier reinkommt. Und werde jetzt erstmal mir einen Schooner bauen auf die Schnelle. Also das heißt, ich werde ja wahrscheinlich den kompletten Tag damit verbringen, zu farmen und sowas. Das werde ich alles offscreen machen. Und wenn der Schooner dann fertig ist, geht dieses Video weiter. Das greift jetzt hier mal Rattlesnake an. Oh, dieser Kampfsound. Wenn der Schooner fertig ist, geht die Folge weiter und wir stechen direkt in See und besuchen unsere Freunde auf einer anderen Insel weiter weg entfernt. Und bauen uns dort wieder neu auf, denn wir waren jetzt schon ziemlich lange hier, die Folgen wurden halt auch immer ein bisschen langweiliger, weil wir immer am Farmen waren, da wir ja auch nicht so viel Material am Start haben, wie wir gerne hätten. Und ja, gut, das war's mit der Ansage für diese Folge. Wir sehen uns, sobald der Schooner fertig ist und wir in den See stechen. Also Leute, bis nachher. So Leute, da bin ich wieder und unser Schooner ist endlich fertig geworden. Ich war jetzt hier wirklich den ganzen Tag dabei zu farmen, zu craften, zu bauen, damit das Ding endlich steht. Dafür ist es jetzt komplett ausgerüstet und ich würde sagen, ohne lange jetzt drumherum zu reden, lassen wir das Teil zu Wasser. Wir haben auch perfekten Wind, das ist super. So, das Schiff ist auf Wasser. Auf dem Wasser. Okay. wir geben ihm den Namen Black Horizon. So wie die anderen zwei Schiffe vorher auch schon heißen sollten, aber es nie geschafft haben, auch nur ansatzweise aus dem Hafen rauszukommen, ohne zerstört zu werden. So. Ja. Jetzt ist unser Schiff benannt. Endlich mal. Und wir können lossegeln. Das würde ich auch sagen, machen wir direkt mal. Wir setzen die Segel und brechen auf Richtung Crit B7. Hier vorne machen wir ein bisschen Bogen um diese Insel. Wer weiß, ob die Verteidigungsmaßnahmen aufgebaut haben. Wir müssen sie ja jetzt nicht ausreizen. So, unsere Kanonenluken gehen auch auf. Wunderbar. So, sobald wir hier um die Insel geschippert sind, oh,
Hier sind zwei Werften, leer zum Glück. Kein Schiff in Sicht. Ja, sobald wir hier um die Insel sind und alles ein bisschen safe ist, kann ich euch auch mal die Inneneinrichtung zeigen. Jetzt müssen wir uns nur mal kurz konzentrieren, damit wir hier heil wegkommen. Schau mal kurz auf die Karte, wo lang wir überhaupt müssen. Wir müssen nach Westen. Nicht ganz nach Westen, aber schon ein gutes Stück in die Richtung. Ja, ich glaube, wir fahren ganz gut. Dann fahren wir um die Inseln auf F6 drumherum. Okay, richten wir gerade wahrscheinlich unsere Segel richtig aus. Ist halt jetzt blöd, dass wir keine Mannschaft haben, die das Ganze hier lenken kann, aber okay, uns fehlt halt das Gold dazu. Halt, da wollten wir, genau. So, aber wir sind endlich auf hoher See. Ist ja schon mal was. Wir können uns auch gleich ein Level geben. Ich würde sagen, wir gehen erstmal Resistance. Denn falls wir angegriffen werden, können wir uns ja schlecht verteidigen momentan und ja, da ist Resistance nicht schlecht. Also wir können hier noch ein klein bisschen nach rechts, ein bisschen westlicher fahren. So, ja, das dürfte so passen. Dann passen wir hier nochmal die Segel an. 40, jawohl, das ist okay so. Oh. Mit denen wollen wir uns jetzt nicht anlegen. Garantiert nicht. So, wir müssen das Segel nochmal anpassen. Ist halt jetzt ein bisschen stressig, die Fahrt. Aber okay, was müssen wir machen? Da müssen wir jetzt durch, wir haben keine Crew. Das Wichtigste ist, dass wir die andere Insel erreichen. Ja, wir sitzen auf dem Kompass aus. Wir fahren zu weit westlich. Wir müssen wieder umkehren ein bisschen, also nach links. So, das sieht auch jetzt schon besser aus. Ja gut, jetzt fahren wir komplett nach Westen, das wollten wir auch nicht. Ich werde versuchen unterwegs diese leuchtenden Schatzkisten hier so ein bisschen einzusammeln. Oh Mann ey, heute ist echt High Life hier, oder wie? Okay, wir fahren jetzt ein bisschen Slalom, so wie ihr es gerade seht. Aber das ist auch notwendig, denn wir können uns gegen die Schiffe der Verdammten leider nicht verteidigen. So, nächste Level up wieder auf Resistance. Okay, das geht relativ schnell hier gerade mit den Leveln. Okay, das ist auch jetzt ganz am Anfang, da geht das immer schnell. So, wir schauen mal kurz. Wir müssen noch ein Stück westlicher. Allerdings warten wir da kurz, bis die Schiffe hier nicht mehr so ganz nah sind. So wie jetzt. Jetzt können wir ein bisschen drehen. Okay, jetzt müsste es perfekt passen. Ja, sieht gut aus. So können wir bleiben. Ich hoffe, da kommt uns jetzt nichts dazwischen. Halt. So, minus 30, okay. Das sind überall Kisten. Wir sammeln sie nicht ein. Ah, Schande über mich.
Okay, ich zeige euch jetzt mal kurz hier das Schiff in aller Eile. Also, hier oben kommen noch Kanonen hin oder dieser Harpunenwerfer. Hier ist momentan nichts drin, außer hier für die Crew was zum Futtern. So. Hier unten halt die Kanonen und so. Nochmal kurz hoch. Nichts im Weg. Gut. Gehen wir unten rein. Hier sind auch nochmal Kanonen. Hier erstmal Kisten. Vorerst. Okay. Mit diversen Ausrüstungsmaterialien. Hier halt Klamotten und was man sonst so braucht. Hier, falls wir angeschossen werden, unser Schiff ein bisschen kaputt geht. Immer mal wieder hochgucken. Nicht, dass wir hier angegriffen werden. Hier die Munitionsbox, den Mortar und Pestle und die Resourcebox, die auch, können wir mal reingucken, relativ voll ist. Also ich habe jetzt nur das Wichtigste mitgenommen. Zeug, was wir nicht unbedingt brauchen, habe ich auf der Insel zurückgelassen. Und ja, hier ist jetzt auch noch nicht viel drin. Das Bett und zwei Kisten, in denen noch nichts drin ist. So, das reicht erstmal. Unser Schiff ist halb voll vom Gewicht her. Und ja, da sehen wir auch schon die erste World Border. Das heißt, wir verlassen jetzt diesen Grid hier und wenn alles gut läuft, kommen wir auch nie wieder hierher. Also Leute, wir sehen uns gleich auf der anderen Seite. So, die erste Barriere haben wir geschafft und gleich ein Level-Up noch gekriegt. Wieder auf Resistance. Ich schau mal kurz in die Karte. Okay, das sieht ganz gut aus. Die Insel ist da hinten, da kommen wir nicht dran vorbei. Das ist auch sehr gut. Und ja, da jetzt die Fahrt hier eine Zeit lang dauert, würde ich sagen, wir sehen uns einfach, wenn wir unsere neue Insel erreicht haben. Also von daher, Leute, bis gleich dann. So Leute, vor uns liegt die Insel, zu der wir hinfahren wollten. Die Insel von unseren neuen Freunden Dark Matter. Ja, ist noch ein Stück zu fahren, aber ich würde sagen, bevor wir anlegen, ziehe ich mir erstmal was Entsprechendes an, um auch einen guten Eindruck zu hinterlassen. Was passt da wohl besser als hier unser Captain Outfit? So. Das ziehen wir uns direkt mal an. So, haben wir auch gleich viel mehr Stil. So, schauen wir mal, wie weit es noch entfernt ist. Ja, okay, wir sind gleich da. Ich muss nur aufpassen, nicht, dass wir jetzt hier. Oh, ruckelt das gerade. Oh, ihr werdet es wahrscheinlich in der Aufnahme sehen. Ja. Hier hat es gerade richtig geruckelt. Okay, wir kommen auch immer näher. Und was wollte ich sagen? Ja, wir müssen aufpassen, nicht, dass hier noch andere Spieler mit auf der Insel sind und wir jetzt irgendwie den Falschen in die Hände laufen. Aber da oben sehen wir schon die Flagge von Dark Matter, die quasi kennzeichnet, dass das ihre Insel ist. Und ja, wir gucken noch mal kurz, nicht, dass wir hier irgendwo auf Grund laufen. Sieht aber gut aus. Wir haben sogar Elefanten hier am Start. Das ist auch toll. So, wie gesagt,
Schön aufpassen, dass wir nicht auf Grund laufen. Jetzt könnten wir mal hier das Teil anziehen. So. Ich denke mal, wir können noch ein Stück vorfahren. Wenn der Anker... okay. Jetzt ist er unten. Jetzt können wir ihn auch hochfahren wieder. Gucken wir mal nicht ganz so schnell da rein. Ich hoffe natürlich, wir laufen jetzt nicht irgendwo auf Grund oder so. Das wäre ein bisschen blöde. Okay, das reicht auch schon. Wir sind nah genug. Ja, wir sind quasi direkt in die Sandbank reingefahren. Das ist toll. Wir hatten nochmal Glück gehabt. Ja, wir parken jetzt hier erstmal unser Schiff. Dann werden wir gucken, ob wir Dark Matter irgendwo finden. Eventuell dort oben auf dem Berg, wo auch die Flagge steht. Wäre natürlich der sicherste Platz, denke ich mal. Das dauert ein bisschen. Also ich habe mein Schiff immer gerne startbereit. Das heißt also quasi, wenn wir jetzt angegriffen werden, dass wir auch direkt losfahren können und nicht erst hier drehen müssen, ewig lange. Deswegen müssen wir halt... Ah, da oben ist eine Hütte. Können wir auch gleich mal gucken. Ich würde sagen, wenn wir an Land gehen, fangen wir auch direkt an, ein paar Materialien mitzunehmen, damit wir uns auch direkt irgendwo ein Häuschen mit Bett bauen können. So, gut, hier stehen wir ganz okay. Dann lassen wir den Anker runter. Ausrüstung haben wir alles, was wir brauchen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir versuchen es mal halt hier in den Chat. Dark Matter, jemand da? Fragezeichen. So, während wir auf eine Antwort warten, gehen wir hier an Land und checken schon mal alles aus. Was haben wir hier? Nichts ab. Ah, Hanf. Wir haben Hanf. Wir sind wieder auf einer Hanfinsel. Jo. Okay, hier steht eine Smitty. Oh, wir haben Öl. Nice. Hier ist nächste La Horde. Okay. Jo, dann nehmen wir direkt schon mal was mit. Öl ist immer sehr gut. Wir kommen hier irgendwie hoch. Da ist Wasser, wahrscheinlich können wir das sogar trinken. Hier kommen wir ganz easy hoch. Hier jetzt nicht mehr, dafür haben wir den Entehaken. So. Ah, die Base hier wurde geraided. Wer ist das? Crystal ist der Owner. Nichts mehr drin, war ja klar.
So. Ich hoffe natürlich, unser Schiff ist hier irgendwie auch safe, so ein bisschen. Aber ehrlich gesagt bezweifle ich das bei unserem Glück. Limestone haben wir hier, Hanf, okay. Gut. Ich bringe erstmal schnell das Öl aufs Schiff. Direkt die Leiter wieder ein. So, wir, was brauchen wir denn für ein Bett? Fiber, Hide, Thatch und Wood. Okay. Halt. Fiber, Hide. Was haben wir jetzt? Hide haben wir vergessen. Ah, okay. So, Bett haben wir, dann bräuchten wir hier jetzt zweimal Woodfloor, eine Tür, so, zwei Dächer und 2, 4, 6 Wände. Okay, das hätten wir alles. Das Essen schmeiße ich nochmal hier rein, das brauchen wir jetzt eh nicht unterwegs. Bin mal gespannt, ob die Insel freigegeben ist, ob wir hier auch direkt jetzt was bauen können. Aber nicht hier, sondern ein Stück weiter hier drinnen, wo man es nicht direkt sieht. Hier haben wir sogar Sap. Nice. Okay, hier hat ein Enemy scheinbar gebaut. Also ein Feind. Ah, oder die haben. Ah, doch, hier geht's. Okay, das ist mir ein bisschen zu nah, ehrlich gesagt, am Wasser. Okay, na ja, gut, dann bauen wir hier halt mal. Hauptsache, wir haben jetzt erstmal schnell so eine kleine Bude am Start. So, Bettchen. Darüber gekommen. Okay, wir sind safe hier auf der Insel. Naja, zumindest safe sind wir jetzt nicht unbedingt, aber zumindest geschützte. Okay, über den lokalen Chat hat Darkmatter nicht reagiert. Ich versuch's einfach mal über All. So. Bin mal gespannt, ob da jetzt was kommt. So, wir sehen uns selbst erstmal als Gast.
So, okay, thanks. Das werde ich. Smiley, halt hier, Smiley. So, okay. Gut. Wir wurden willkommen geheißen. Wir haben unser Bett aufgestellt. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir beenden jetzt hier gleich die Folge. Wir sagen unseren neuen Freunden noch gute Nacht. So, okay. Dann und das vom Handy. Das war nochmal das Handy. Das sollte jetzt eigentlich nicht so sein. Das wollte ich eigentlich mir abgewöhnen, das Handy anzulassen während der Aufnahme. Okay. Ist halt jetzt so. Okay. So, also. Wir haben Hallo gesagt. Wir haben mal schon gute Nacht gesagt und ja, Leute, das war's für diese Folge. Wir haben den ersten Schritt zu unserem Umzug getan. Endlich mal. Und endlich hat ein Schiff auch mal von uns überlebt, nachdem wir es aufs Wasser gelassen haben. Schon mal Riesenfortschritte im Vergleich zu sonst. Und ja, wir machen genau hier morgen weiter. Bauen uns eine Base, siedeln uns an und freuen uns mit den neuen Kollegen hier an. Okay, das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, lasst mir doch ein Abo da, das würde mich riesig freuen. Und teilt doch diesen Inhalt mit euren Freunden, damit ihr auch mal hier so eine schöne Atlas-Folge sehen könnt. Und ja, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, das war's von mir, Gaming X Beast und tschüss.